Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale. Oh, die Sprache hat sich wieder umgestellt. Sehr gut. Heute ist offizieller Release. Das heißt, ich habe ein bisschen gesuchtet vorher. Aber heute ist das Spiel offiziell rausgekommen. Ich habe einen neuen Skin für die Armbrust bekommen, wie man hier hinten sieht. Wurde jetzt freigeschaltet. Und wir haben gerade der netten Dame hier geholfen. Ich müsste sogar, ich glaube so, sehen, was ich machen lässt. Eine Materialie dazu bekommen haben. Ja, guck mal, ich kann hier aufleveln. Ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen. Mehr Bolzen. Ich habe immer zu wenig Bolzen. Ist halt die Frage, was wir nehmen, ne? Die Werkbank ist, glaube ich, nicht so wichtig. Also entweder die Schleuder oder die Pfeile. Brauchen wir zusätzlich... Also wir brauchen eigentlich immer zusätzliche Bolzen, aber wir finden halt auch nie welche, weil wir die immer direkt wegkleistern. Ich glaube, ich nehme ein zweites Mal schießen ohne Nachladen. Das sollte passen. Viel besser. Ah, guck mal, da sieht man die neue Armbrust. Beziehungsweise den neuen Skin. Ich habe auch gesehen, man kriegt sogar noch zwei neue Skins, aber das dauert noch ein bisschen. So viel verrate ich mir schon. Das ist also die Raskas? Die einzig wahre. Hoffentlich ist sie noch heil. Ich mein Gamepad mal hier wieder sichern. So. Dann gehen wir mal aufs Schiff, würde ich sagen, wa? Anno? Wo ist Hugo? Ich bin hier. Ah, perfekt. Das ist so toll. Ja, richtig toll. Was machst du hier draußen? Rein mit dir. Du bist richtig nass einfach. Ja, in die Kabine. Also, wie kriegen wir das Ding ins Wasser? Du lichtest mit Amicia den Anker und ich suche eine Route nach Lacuna. Es ist die Kurbel am Bug. Überlass das mir. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, da hinten die Kette muss noch weg, aber ich helfe ihm mal ein bisschen. Ziemlich schwer. Es ist ein Anker. Er soll verankern. Er hängt! Sophia, die haben den Anker blockiert. Dreckskerle. Geh zum Steg mit der Kurbel. Damit kann man die Kette bedienen. Scheiße. Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich sehe nach. Okay, dann müsste ich ja eigentlich einfach rüberkommen. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was bei ihr, gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Ja, klingt nett auf jeden Fall. Guck mal, hier können wir doch auch noch kurbeln. Die Kette blockiert den Anker. Los! Auch gut, dass ich das machen muss. Warum macht er das nicht? Der ist doch viel stärker als ich. Da ist ein Gegengewicht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Übernimm du das, Anno. Mach los mal. Geht's. Ja, wo ist ein Schloss? Bald sieht der gute Lacuna. Ich hoffe es. Ah, hier. Zerbrech sie. Ja. Sauberer Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Ich frage mich aber gerade noch, wozu hier... Also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Dann sollten wir ihn hinbringen. Und Mahlzeit. Ah. Alles klar. Weil ich sie sonst vielleicht nicht wegbekommen hätte. Smart. Amicia, geht es jetzt los? Hey, was habe ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Captain. Also dann zurück zum Anker. Ja, Anno braucht ein bisschen. Der ist nicht so schnell. Sollte jetzt funktionieren, wa? Hey! Na, geschafft? Ja! Der Anker ist oben! Sehr gut! Und jetzt hisst das Großsegel! Aufs Oberdeck! Ei, ei, Captain! Ei, ei, Captain! Ab nach oben! Gleich geschafft! Ich gehe nach Backbord! Na gut, ich zur anderen Seite. Auf dein Signal! Hier! Keine Ahnung, wie so ein Schiff funktioniert. So, jetzt! Ja, wir schaffen es! Wir kommen hier weg! Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Was? Das Segel rollt sich bei mir nicht ab!
Sollte es aber. Sophia, komm! Was jetzt? Segel kaputt. Mist! Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann binden wir's los. Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern. Ich könnte es durchtrennen. Ja, geh zum Steg auf Steuerbord. Von da aus kommst du besser dran. Aber lass das Segel heil. Was ist los? Nichts. Mach dich bereit. Wir segeln nach Laguna. Kann ich da überhaupt gerade mal... Bevor wir gleich absegeln. Ich will gucken, ob es hier irgendwas gibt noch. Aber sieht nicht so aus. Jetzt muss ich vom Schiff runter. Ich will das nicht. Da oben. Sie kriegt das hin. Sie ist gut. Ah, das ist doch, das funktioniert doch nie. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Amicia, still! Amicia, wir segeln. Hörst du nicht? Wir segeln auf dem Meer. Sehnt sich denn eure ganze Familie nach dem Tod? Schon gut, ich hab dich ja. Nach Laguna! Das Meer ist so ruhig. Nur wir und der Horizont. Genieß es. Es sieht richtig gut aus, ey. Ja! Es ist schon hübsch, ne? Auch wenn wir wahrscheinlich bei dem Wellengang echt schlecht werden würden. Was gibt's denn unten? Den Teil haben wir uns noch nicht angeguckt. Sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Dann werde ich mich doch direkt mal bedienen. Bücher. Die sind selten. Ja, oder auch nicht. Oh ja, die gehört Anor. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Okay, hier unten ist also nichts Spannendes. Reden wir erstmal mit Ugu. Alter, dieser Wellengang ist ja insane. Hey, Seemann! Immer noch auf Posten? Gibt's was zu melden? Vielleicht eine Insel? Noch nicht. Wie klein aber er ist. Es ist so schön. Ups. So viele Farben. Und ich habe riesige Fische gesehen. Und einen Delfin. Das ist schön. Ja, ein Delfin. Und dann Anor zu melden. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne. Wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord. Helft mir mal! Sieh am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden. Gott. Bei sowas geht immer irgendwas schief. Einer fällt über Bord oder irgendwas. Das ist so toll. Ein bisschen Angst, dass der Kleine über Bord geht. Anno? Bei mir auch. Gut gemacht. Ich hab doch gerne geholfen. Ist da noch irgendwas? Nö, da waren wir eh schon drin. Sprich ich mal mit ihr. Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln.
Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See, die Freiheit. Dankeschön für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh, die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch, da ist was, oder? Die Insel. Das ist sie, Lacuna! Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist, wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Aber die Insel sieht von hier schon schön aus, mit dem kleinen Städtchen auch da vorne. Sprich mit Sophia, um anzulegen, okay. Ich hoffe mal, dass es da dann auch ein bisschen ruhiger wird. Komm, Sophia, wir machen das jetzt. Soweit, dann kommt. Ich zuerst. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Alter, sieht schon wieder so schön aus. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Der Phönix. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Es ist
so schön. Es ist so schön. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Das ist ja, der ist Shit. Sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Guck dich mal bitte an, ey. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja! Das habe ich aber bei der ersten Stadt auch gesagt, dass sie wunderschön ist. Und dann ist sie komplett abgefackelt. Ich habe von diesem Traum gehört. Und naja, ich würde gerne helfen. Aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also es ist ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Also wie gesagt, die erste Stadt, die so schön war, die hat mich auch sehr gefeiert. Und dann ist sie komplett abgefackelt und weggestorben. Viele Farben und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Nee, besser und nicht. Frag nicht zu viele Leute. Man weiß wir fragen nicht. Uns einfach ganz. Ja. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Durch. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein mich jetzt nicht abgeholt. Aber vielleicht Vögel. Ja. Direkt aus dem Garten unserer Mutter. Okay, wer kann mir noch helfen? Hier. Bestaunt meine Blumen. Perfekt für die Festlichkeit. Vielleicht kannst du mir helfen. Hallo. Guten Tag. Ein bisschen nah gekommen. Kennt ihr zufällig einen Strand, an dem besondere Vögel leben? Ja, hier auf der Insel haben wir hauptsächlich Seemöwen. Keine Vögel, von denen oft geträumt wird. Ja, ich sag dir, das sind verdammte Diebe. Ich meine keine Möwe. Gehen wir. Hey, danke, mein Herr. Möge euer Tag hell sein. Ebenfalls. Der weiß gar nichts. Naja, er kennt Seemöwen. Hab Geduld. Hallo, geh bitte aus dem Weg. Okay. Okay, was gibt's denn hier noch? Alles klar, dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Mein Festmahl. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Es hilft uns Warum alles nicht. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling, nicht von dieser Welt. Winzling. Wir fragen weiter. Oh. Hier, ein paar Federn. Die hier ist dunkel. Ah, von einem Greifvogel. Falke. Einem kleinen, schnelle Raubtiere, höllisch schlau. Die steht dir. Hier. Sehr schick, kurzer. Höllisch schlau. Du wärst ein tolles Raubtier. Ist ein Falke ein kleiner, ein Schwarzmilan? Ja, okay. Sie haben sich wirklich toll um diesen Ort gekümmert. Weißt du noch, früher zog es alle aufs Festland. Okay, aber hier gibt's anscheinend nichts. Okay, wieso weiß niemand von diesem Ort? Den gibt's doch safe. Kann mir doch keiner sagen, dass es den nicht gibt. Okay. Da sind wir lang. Wir gehen mal hier drüben lang. Da hinten können wir vielleicht natürlich diesen Torbogen. Okay, wer kann mir hier Infos geben? Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeit. Oh, Stadtwachen. Kommt! Ha, komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett.
saftiger Schweinebraten. Ich wollte eigentlich wissen, was es hier noch gibt. Oh, Esel. Was ist da Ziegen. Drin? Ziegen. Oh, supi. Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Klar ist sie das. Na los. Hab keine Angst. Oh, Ziegen streicheln. Wie heißt sie denn? Lucinda. Du bist ja nicht Lucinda. Sie liebt dich. Wirklich? So. Da, das war ich liebe dich auf Ziegisch. Alles in Ordnung? Sie hat mich angeschrien. Das nennt man meckern. So reden sie. Sie ist eine Ziege. Das machen die nun mal. Ist aber nicht nett. Du hast dich erschreckt, mehr nicht. Gehen wir. Danke, mein Herr. Gerne doch. Wiedersehen. Sie hat mich, ehrlich gesagt, auch erschreckt. Wäre keine schlechte Taktik, um den Feind abzulenken. Ich freue mich schon, dein Kampf meckern zu hören. Nächstes Mal. Richtig cute. Wusstest du, dass Ziegen keine Vorderzähne haben? Wie ein paar meiner Männer. Ja, dann können wir jetzt eigentlich da lang gehen zum Fest. Die Musiker sind da. Guten Tag, Herr und von zur Stadtwache. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Ja, gut, noch nicht. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Hier können wir runter. Okay, weiß hier vielleicht... Ein Spiel mit ein Spiel mit Geschick. Da sehe ich mich. Oh, ein Spiel. Topf werfen. Das schauen wir uns an. Kostenlos. Ja. Er spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche. Guten Tag. Können wir spielen? Sicher doch. Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Klingt gut, machbar. Das will ich mal versuchen. Du gewinnst. Wenn nicht, bist du bei mir unten durch. Psst, muss mich konzentrieren. Okay, wie komme ich denn? Lol. Ich kann nicht die Mitte anvisieren. Das meinte ich. Oh, ganz schlecht. Immerhin. Lass nochmal spielen. Ich kann nicht. Ich krieg die Mitte nicht anvisiert. Das ist super. Ja, boah, das ist ja super scheiße. Zeig diesen Grenzen. Den habe ich verfehlt. Danke. Aber auch nicht gut. Nein. Gut, hör nicht auf ihn. Ich will nochmal. Ja, schauen wir uns weiter um. Kann ich nochmal spielen? Hast du 4 neue Töpfe für mich? Was kramt er denn da? Ich hätte gerne, dass er mir 4 neue Töpfe hier hinstellt. Ah, macht er aber nicht. Okay. Das habe ich verkackt. Belastend. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist super toll hier. Es ist so traumhaft. Idyllisch. Ja. Inseln können nette das ist fest. Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Gesang. Sie sind da. Die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst. Bald geht's los. Los, schneller. Such nach Informationen. Das ist ja grandios, ob Sie das übertreffen können. Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Toll. Ey, ich mache hier mal einen Cut, weil ich glaube, danach wird's richtig cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Macht's gut.